dass die Schüler oder jungen Leuten nur ganz fürchterlich breit kommunizieren weltweit. Das war ja überhaupt immer das Problem mit internationaler Anerkennung und Kontakten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eine gewisse Isolierungspolitik und so weiter und so fort. Also in solch einer Situation war dieses Esperanto irgendwie eine sehr interessante Sache. Ich war noch Gymnasiast in der Zeit und hatte schon mal gehört, dass es sowas gibt, aber habe das nicht weiter irgendwie ernst genommen. Und da hatten da Kommilitonen oder nein, das waren Mitschüler. Die hatten auf einmal so eine komischen Lehrbücher und Esperanto habe ich es angeguckt und habe das wieder weggepackt. Und irgendwann bin ich wieder reingekommen und habe dann gesagt, naja, das Lehrbuch arbeitest du mal durch, zumal man mir Korrespondenzadressen versprochen hatte. Das hatte man gemacht und dieser Mann war interessant, klein und groß geschrieben, nämlich, das war ein Maurer, der in seinem Leben nur 3 Jahre die Schule hat besuchen können, aus biografischen Gründen, vertrieben und ausgewandert und alles Mögliche. Dieser Maurer war mein Mentor. Der hat also meine Esperanto-Briefe korrigiert. Er war nicht in der Lage, auch nur einen halben Satz ohne 12 oder 15 Fehler in Deutsch zu schreiben, aber in Esperanto perfekt. Und dieser Franz Tischer aus Magdeburg, den ich auch besucht habe, war für mich einfach ein Phänomen. Und das ist übrigens auch diese kulturbildende, fördernde Rolle des Esperanto auch in der Arbeiterbewegung. Ich habe ja darüber auch ein bisschen geschrieben, über diese Periode. Und dieser Tischer, da habe ich also noch nicht drüber geschrieben, über die Problematik, aber er war auch schuld daran, dass mich das fasziniert hatte. Dieser Mann, der unterprivilegiert war, der keinen offiziellen Bildungsweg wirklich durchschreiten konnte, war unheimlich gebildet, vielseitig, kannte sich in der Weltliteratur aus. Wie hat er das gemacht? Esperanto war sein Tor zur Welt. Und natürlich war er sprachlich gut und hat sich gefreut, so einem jungen Burschen, der da als Oberschüler glaubt, da auf Putz hauen zu können und immer rot alles Mögliche anstreichen zu können. Und das hat mich dann wirklich dann doch dazu gebracht, dass ich im Selbststudium mich mit der Sprache so weit befasst habe, dass ich dann korrespondieren konnte. Und das war natürlich toll, Neuseeländer und meistens Teil was. Und dann war das ein Ungar, den ersten Ungarn, also ich habe 60, meinen ungarischen Freund besucht, der hatte eine hübsche Tochter oder auch nicht richtig. Kann mich erinnern, der habe ich noch Mini. Wie heißen die Dinger? Mini-Röcke. Wissen Sie, was das ist? Das war früher so aus Schaum, aus Mini-Rock. Aus Schaumstoff war das. Und die Mädchen hatten dann 2 oder 3 Mini-Röcke übereinander. Die standen so richtig schön weg. Und die habe ich also dorthin geschleppt. Aber ein doller Erfolg. Na, jedenfalls war das für mich der erste Kontakt mit einem Esperanto sprechenden Wesen. Der Vater und auch die Tochter. Und dann bin ich durch, 2 Jahre später, bin ich durch Polen getrennt, hatte nur ein kleines Köfferchen mit der Esperanto-Flagge und der DDR-Fahne dran. So, ich war nicht so ganz sicher, heute sehe ich manches kritisch und denke, na, hast aber Glück, dass du überall gut durchgekommen bist. Das ist ein historisches Thema, aber ich war ja unbelebt da. Und hatte da wirklich enorme interessante Erlebnisse mit jungen Leuten. Und im Zeltlager teilgenommen, also etwas. Das heißt also, ich war zuerst einmal motiviert, eine Sprache, die man relativ schnell verwenden kann, wo man interessante Erlebnisse mit hat, also pragmatisch irgendwo. Klar, so. Nicht? Also von wegen hier Interlinguistik und sowas nicht. Aber dann hat mich enorm geärgert, dass meine Lehrer mir klar machten, dass Esperanto keine Sprache ist und dies und jenes. Und natürlich auch die Hochschulprofessoren dann anfingen. Weil ich ja dann irgendwann auch ein bunter Hund war, das ist dieser mit diesem Esperanto-Tick. Na gut, das hätte man ja manchmal auch. Ich habe den Tick nachher zum Beruf gemacht, aber interessant. Und da fing ich dann an, Literatur zu suchen und mich mit den verschiedenen Dingen zu befassen. Und da war für mich ein Grunderlebnis, dass ich als Germanistikstudent den Auftrag bekam, in einem Seminar für Lexikologie ein Buch zu rezensieren quasi von der Seminargruppe. Das wissen wir gar nicht, was ist Seminargruppe, das gab es ja in der DDR an den Universitäten, da waren es Gruppen, wo ein Leiter war und war sowas wie eine Klasse irgendwo. Das haben wir auch. Ah ja, gibt es das? Schon wieder. Klar, Seminare haben wir doch. Seminare schon, aber eine Gruppe, die immer zusammengehört und die an verschiedenen Veranstaltungen teilnimmt, nach einem gewissen Lehrplan quasi. Naja, bedingt durch unser Projektstudium gibt es, wo bestimmte Veranstaltungen besucht werden müssen und die Leute, die in diesem Projekt arbeiten, das war bei mir dieses Agenda 21 Projekt. Ja.
Ja. Dem ich wiederum mein Esperanto-Projekt hatte und das war andere. Und dann gibt es bestimmte Veranstaltungen, die zugeordnet sind, die man dann besuchen muss. Genau, also so kann man das verstehen. So ist es. Und dort habe ich dann einen Vortrag gehalten über ein Buch, das hieß Internationale Sprachnormung in der Technik und besonders in der Elektrotechnik von einem Eugen Wüster. Ah, ja. So, das war natürlich für mich insofern interessant, als ich mit diesem Eugen Wüster schon korrespondierte. Aber keinerlei Ahnung hatte, dass das ein wichtiger Wissenschaftler war. Ich habe nämlich mit dem Bücher getauscht. Meine Mutter war Bibliothekarin und die hatte also die Möglichkeit zu aller Neuerscheinungen aus der DDR über Logik, über Semantik, über Sprachphilosophie, und wir hatten sehr gute Autoren, und die hat sie mir besorgt, und Wüster aus Wieselburg bei Wien hat die bestellt. Und nach einem Austauschschlüssel habe ich dafür Esperanto-Bücher bekommen. Das war ein ganz schräges Ding. Und zwar hat er die verschiedenen Formate, ich hatte schon angedeutet, dass er ja der Begründer der Terminologiewissenschaft im Weltmaßstab ist. Also ein ganz honoriger Mann, der war mir aber nicht klar. Für mich war nur Esperantist, mit dem ich Materialien tauschte, und der hatte einen Umrechnungsschlüssel. Das heißt, die verschiedenen Formate hat er auf A5 umgerechnet. Also wenn ich ihm so ein mehr oder weniger dickes Buch A5 schickte, nee, da war das ja problemlos. Ja. Aber wenn ich ein A4-Buch schickte, hatte das auf A5 umgerechnet, dann hatte ich so viele Seiten A5 gut, und da konnte ich dann bei UEA über seine Vermittlung, denn wir hatten Zollprobleme in der DDR, da wurde alles Mögliche immer mal beschlagnahmt. Das konnte ich dann zum Glück nachher ändern, als ich für Esperanto verantwortlich war in der DDR. Also, da hat er das umgerechnet und wir hatten kräftig getauscht. Und dann lernte ich ihn kennen. Das war auf dem Weltkongress in Wien 1972 oder 73, irgendwie in dem Dreh. War für mich eine große Ehre mit John Wells und Bokoljow und Sam Behill und allen möglichen wichtigen Leuten. Ich war ein junger Kerl. Und naja, wir kannten uns also nur von Entfernung, und das war für mich ein durchschlagendes Erlebnis. Er hat uns auch die großen Büchereien gezeigt. Ich habe das heute, glaube ich, schon erwähnt, so sein Territorium mit drei großen Häusern und so weiter und so fort. Und später, da wusste ich aber schon, dass es ein bedeutender Mann ist. War Rektor der Sommeruniversität in Wien, und ich durfte dann seine Thesen verteilen. Da fühlte ich mich fürchterlich geehrt, dass ich dann schwitzend herumrannte und Thesen für Professor Wüster verteilen durfte. Na, jedenfalls wusste ich schon, dass es ein bedeutender Mann ist, und dann starb er 1976 und ich kriegte vom Sohn eine Abrechnung. Sie haben noch so und so viel DIN A 5 Seiten gut. Das war nicht mehr gut. Das war gut. Und da durfte ich mir was wünschen, dann habe ich irgendwas bekommen. Den Sohn haben meine Frau und ich dann später kennengelernt, nachdem wir dann über Wüster sehr viel gearbeitet haben. Und wir haben eigentlich, meine Frau und ich, haben eigentlich die Wüster-Renaissance in Esperanto mitbegründet. Das heißt, wir haben sehr viel veröffentlicht darüber, einfach, dass begriffen wurde, dass dieser Wüster, was ich vorhin sagte, durch die Tatsache, dass er Esperantist und Esperantologe war, sozusagen diese Idee, dass man Prinzipien haben muss für Termini, und dass die eine Qualität haben müssen und so weiter und so, das hat er eigentlich aus dem Kontakt mit der Plansprache gezogen. Wird an vielen Dingen deutlich. Und nach seinem Tod, naja gut, das war dann auch, gab ja eine Zeit lang keine so günstigen Reisemöglichkeiten von Weltkongressen, wie ich als Sekretär des Esperanto-Verbandes schon hatte. Aber nach 1990 sind wir sofort in das Wüster-Archiv gefahren, haben sehr viel Materialien gefunden und auch den Sohn besucht. Ich weiß nicht, ob der Name Ernest Dresen Ihnen was sagt. Mal war der sowjetische Esperantist, der dann 1937 von Stalin erschossen wurde. Wir haben also da noch direkte Korrespondenzen gefunden, das war wahnsinnig interessant. Ja, aber um auf den Kern zurückzukommen, dieser Maurer war für mich ganz wichtig und Eugen Wüster. Der Maurer war also mein praktischer Esperanto-Vater und Wüster war eigentlich mein wissenschaftlicher Schirmherr, kann man irgendwo sagen. Und ich will jetzt nicht über Wüster daran reden, das ist natürlich ein Endthema. Und die Leute sagen immer, wenn Blanke über irgendwas redet, über die Größe der Tische, endet er immer bei Wüster. Also das ist natürlich die Gefahr. Aber ich will Ihnen nur eine Sache sagen. Wüster, der Normus-Experte, ist so weit gegangen, dass er seine Briefbögen natürlich genormt hat. Und unten stand die Auflage des Briefbogens. Fünfte Auflage,
7000 Exemplare, ja. Also man kann es auch übertreiben. Könnte auch Beamter gewesen sein, oder? Nein, er war Ingenieur. Aber gut, ja, ist also diese Kopplung, das ist interessant. Also Ingenieur, Elektroingenieur und Linguist. Das ist so ein Maschinenfachwörterbuch von ihm, soweit ich weiß. So ist es, genau. Nicht? Und das ist das Interessante. Ich sagte vorhin, dass also Techniker weniger Vorurteile haben, weil sie irgendwo da mehr pragmatisch rangehen. Das ist ganz bestimmt bei Wüster der Fall gewesen. Und dann hat er sich eben ein enormes linguistisches Wissen und so weiter angeeignet und hat dann eben diese Theorie der Sprachnormung, die Theorie der Terminologienormung entwickelt. Und ist heute der Vater der Terminologiewissenschaft. Viele Leute, die keine Ahnung haben, wie man Esperanto schreibt, kennen Eugen Wüster, also aus dem Bereich der Terminologienormung. Das war für mich also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der dritte, wenn wir schon dabei sind, war eben die Tatsache, dass ich in der Zeit eigentlich Glück hatte. 1965 wurde Esperanto in der DDR wieder offiziell zugelassen. Das war vorher, die Sprache war nicht direkt verboten, man kann eine Sprache nicht verbieten, aber unter, im Zusammenhang mit den stalinistischen Verfolgungen des Esperanto gab es ja doch noch, auch nach Stalins Tod noch lange, so eine Anti-Haltung zum Esperanto. So ungefähr Lenin hat gesagt, Lenin hat nicht gesagt, aber Stalin hat gesagt, irgendwas, er hat eine Theorie über das Verschmelzen von verschiedenen Sprachen zu einer Weltsprache. Und das hat man dann als Beweis dafür genommen, dass Genosse Stalin schon alles zum Thema gesagt hat. Und Esperanto ist kosmopolitisch, bürgerlich und ich weiß nicht was alles. Und es dauerte dann eine Zeit lang, bis dann endlich auch in der DDR und auch in anderen Ländern, es dauerte ein bisschen früher, wir hatten diese deutsch-deutsche Problematik, die natürlich hinderlich war für internationale Beziehungen. Also, dass dann endlich auch in der DDR Esperanto wieder organisatorisch fusionieren konnte, aber ich habe Esperanto seit 1957 gemacht, nicht? Ich habe Ausstellungen gemacht und habe Kurse gemacht und hatte da eigentlich keine Probleme. Und und dann kam für mich, und das ist das dritte Motiv, was auch meine Wissenschaftsentwicklung sehr befördert hat, kam dann der Punkt, ich wollte sowieso nach Berlin wegen meiner Frau. Ich war Dorfschullehrer, muss man wissen, in einem berühmtesten Dorf der Welt, das müssen Sie sich merken, Dorf Mecklenburg. Dorf Mecklenburg, das ist das Dorf, was diesem berühmten, bedeutenden Bundesland Mecklenburg-Vorpommern den Namen gegeben hat. Also da war ich Lehrer, Landlehrer, habe mich da sehr wohl gefühlt. Aber das war die Zeit, wo Esperanto auf einmal wieder zugelassen wurde. Und ich hatte ja vorher so ein bisschen rumgefummelt, aber viele Leute besucht und, wie ich schon sagte, durch Polen getrennt und alles Mögliche gemacht. Aber es gab noch keine Organisation. Da wurde ich dann Bezirksvorsitzender des Esperanto-Verbandes, hieß früher Bezirksarbeitskreis, und habe da im Bezirk Rostock die Esperanto-Bewegung aufgebaut. Da gibt es auch eine Anekdote, na, ich mache gleich Schluss. Und bin dann in Berlin nicht Lehrer geworden, sondern da suchte man einen jungen Abteilungsleiter für Esperanto im Kulturbund. Ich bin mit 27 Jahren Leiter der Abteilung Esperanto geworden. Bin sicherlich einer der jüngsten dort in dem Bereich gewesen. Und aber was die Anekdote betrifft, die erzähle ich Ihnen noch, aber dann höre ich jetzt auch auf. Ich muss sowieso mal meinen, wir mal anschreiben in dieser Richtung, die sind ganz interessant, weil hier viele sprachpolitische Vorurteile, alles Mögliche reflektiert sich darin, nicht wahr? Sie werden das nicht wissen, Sie sind zu jung dazu, aber wir hatten ein Politbüro-Mitglied, der hieß Harry Tisch in der DDR. Der war mal Chef der Bezirksleitung in Rostock und mein Dorf gehörte zu Rostock. Später ist er Chef des Gewerkschaftsbundes geworden, war Mitglied des Politbüros und man nannte ihn häufig Harry Untertisch, weil er immer einen zu sehr genommen hat. Und der war damals Bezirkssekretär, also der Parteichef vom Bezirk Rostock, wo ich in dem kleinen Dorf Mecklenburg mehr recht und schlecht meinen Unterricht machte. Und da wir eine neue Schule kriegen sollten, kam Harry Tisch nach Dorf Mecklenburg und besichtigte also den Ort und gab seine wohlmeinenden Ratschläge und kam auch in unsere etwas alte Schule. Und kommt auf einmal in mein Klassenzimmer rein. Ich mache da gerade mein English for you und Genosse Blanke, was machst denn du hier so? Ja, unterrichte Englisch. Aha, naja, dann machen wir weiter. Geht er wieder raus. Kommt er wieder rein. Du sag mal, du machst Esperanto? Ja, mach Esperanto. Ah ja, naja, die Vereinten Nationen, die wollen das ja wohl einführen. Was nicht stimmt, ne? Ja. Wollte das ja wohl einführen, aber das wird natürlich nichts, aber machen wir weiter. Ja, mach weiter, gut.
Nun, es war die Zeit, das weiß man eben auch nur, wenn man die Geschichte so kennt, es gab eine riesige Unterschriftensammlung, die durch La Penna initiiert wurde. Und zwar unheimlich viele Unterschriften, man ist wohl auf 7,5 Millionen oder noch mehr Unterschriften hingekommen, aber nur, weil ganze Organisationen unterschrieben haben, also Gewerkschaftsbund mit 1 Million oder was, also nicht Individuen, ich glaube Individuen waren es wohl nicht mal 1 Million. Na jedenfalls, da war irgendwie so ein bisschen, das hat er irgendwie mitbekommen und du dachte, aha, Esperanto wird mein dazu. Ich habe ihn natürlich in seinem Irrtum belassen. Ja. Nur entscheidend war, dass mein Rektor gehört hat, mach man weiter. Seitdem hatte ich also privilegierte Möglichkeiten. Ich wurde abgeholt mit dem Auto von auf Mecklenburg nach Wismar, habe da einen Kurs gemacht, wurde dann, das war alles vor 65 wohlgemerkt. Das war alles vor 68, 65. Vor dem Kultur, ja, ich bin erst 68 nach Berlin gegangen. Also vor 68 war ich noch. Und wurde dahin gefahren, nach Rostock habe ich einen Kurs gemacht und alles Mögliche, weil doch mein Direktor gehört hat, der Genosse Tisch hat gesagt, mach mal weiter. Und das war natürlich für mich ganz wichtig und da habe ich dann nun auch viele Möglichkeiten gehabt und habe dann auch im Wissenschaftsbereich etwas versucht zu bewegen, aber auch als Praktiker. Und da ist eben einiges übrig geblieben, was wir mit einbringen in die gesamtdeutsche Bewegung, Esperanto-Bewegung. Dieser und jener kommt dann aus dem Osten, was man häufig gar nicht weiß, ob die und jener sagen. Gut, aber nun habe ich also wirklich schon zu viel geschwatzt. Ja, aber ich habe noch gerade eben mit dem Maurer, das hat mich die nächste Frage mir noch einfiel. Ich stelle interessante Fragen. Ich habe versucht, die ganze Zeit das im Kopf zu behalten, ja. Weil ich das auch in meinen Kursen hatte, weil ich kam so drauf, einer meiner Kommilitonen ist Legastheniker. Also, sagt Ihnen, oder haben Sie da Erfahrungen? Also ich habe mir gedacht, wir hatten auch überlegt, es müsste doch eigentlich